Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge des Universum. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, langsam geht es immer weiter und weiter und weiter. Wir sind jetzt gerade dabei, den Strom zu generieren, damit die dann hier die nächste Stufe auf jeden Fall genug Strom haben. Deswegen haben wir hier jetzt schon mal die Batteries. Als nächstes brauchen wir hier hinten auf jeden Fall die Windräder. Guck mal an, die haben jetzt automatisch auch die Wege. Das finde ich ja Bombe. Die waren ja vorher nicht da. You may not realize it, but that sparkly energy is revolutionary. It can power your cities and lead to new discoveries. I won't attempt to explain to you how it works, but I'd say you have cause for excitement. Die war aber sehr mechanisch, oder klang das nur bei mir auf dem Ohr so? Den habe ich jetzt genau mit einem Abstand gemacht, ne? Aber wer hat sich denn hier schon wieder verletzt? Er braucht da wieder meine Hilfe. So, immer ein paar Gläubige sind immer gut. Eins. Wir hauen richtig Energie drauf. Das ist nämlich wichtig. Drei. Und vier. So. Guck mal, der ist auch durch. Das ist sehr gut. Arbeitslose Kräfte mit Schulabschluss, bitte. So, und rein theoretisch brauche ich den jetzt hier nicht mehr. Der geht nämlich nach da. Der kommt von da. Der sollte eigentlich passen, wenn ich den jetzt abreiße. Muss ich immer noch genug haben, ne? Passt. Was ich den nochmal hier trotzdem hinsetzen will, ist ein Brunnen. Und die Kurierhütten sind auch durch. So. Na, hier hat er auch noch nicht angefangen abzugraden. Was haben wir hier? Dann kriegen sie 20 Zuspruch. Von mir. So, jetzt haben wir das Thema der Kurierhütten. Die sind natürlich tendenziell wichtig. Die Frage ist nur, wo platze ich hier hin? Der steht echt beschissen. Ich will die gar nicht hier vorne hinsetzen. Einmal hier für die Nahrung. Du brauchst hier eine in der Ecke. Schon wieder was für eine runde Zahnräderforschung. Einer hin. Und hier beim Hulz. Haben wir erstmal drei, das müsste reichen. Die fressen ja auch ohne Ende Material. Und Arbeitskräfte.
hast. Da finde ich super mit den Wegen. Ich muss echt gestehen, wenn dann die neuen Hütten kommen und die da immer so halb dranhängen, das sieht mal komisch aus. So, gucken wir mal hier nochmal rein. Jetzt geht es nämlich auch um die Upgrades. Warenhaus-Upgrade. Regierung, Wissenschaft, gefällt Strafvollzug. Schichtsystem, das wird nämlich auch nochmal eine ganz üble Sache. Man braucht nicht so lange. Hauen wir danach die Regierung rein. So. Sitz Usamaga. Könnt ihr euch wenigstens mal vernünftige Namen jetzt hier in dem Zeitalter ausdenken? Wo sind wir denn hier? Na, ernsthaft. Gut, da ist auch einer verletzt. Was ist los mit euch? Das ist bestimmt jetzt der zweite, oder? Na komm raus, junger Mann. Tada! 59 Gläubiger, das ist schon mal gut. Nahrung, Wasser, alles immer im Auge behalten, aber das ist jetzt auch gestiegen, allein dadurch, dass wir ja halt. Ach, Öl geht ja echt schleppend, Alter. Da brauche ich aktuell ja nicht. Ja, diese Wirtschaftszweige laufen auch gut. Da. Ja, guck mal, da kommt die erste Windenergie. Na, so ein kleiner Grafikfehler trotzdem drin. Jetzt haben die Holz, haben die bestimmt Stein, haben die komplett fertig. Ja, Holz fehlt auch. Ja, das läuft. Ja, Koexistenz ist immer gut. Das Riesendorf muss ich da irgendwo sehen. Was seid ihr? Ne? Nee, aber die sind auch friedlich soweit. Hier ist das Riesendorf. Neutral mit 58. Ja, guck mal, wir haben fast 200. Ah, ich hätte gerne mal wieder hier so einen Einschlag. Um jetzt die Pyramide fertigzustellen. Windmills are great and all, but what happens when there's no wind? You get a bunch of nuggets to huff and puff in their general direction. Das Strom kommt, sehr gut. Nächste Windkraftrad ist auch gleich durch. Ja, das hat sich, glaube ich, aber auch verändert. Das war nur einer. Den Inselabzweig habe ich auch noch, weil manchmal fällt mir gerade mal was ein. Hier, die baut euch ja immer weiter hier hinten hin.
Aber seid noch voll im Rahmen. Getränk ist auch nicht so weit weg. So, guck mal hier, das erste große Haus. Das auch was zu trinken. Essen. Ja, ganz ehrlich. Das finde ich ziemlich gut. Es sind auch immer die gleichen Idioten, die sich hier verletzen. Dann glaubst du nicht mehr an mich. Guck mal, 15 Öl. Windmills make power generation an absolute breeze, creator. Das hat hier nichts zu suchen. Gut. Kann man halt direkt noch mal erweitern, ne? Geht's halt immer noch in Hulz, aber das ist auf dem Weg. Neues, ich glaube aber nicht. Keine Upgrades will ich. Jetzt müssen nur die Dinger hier fertig werden. Ich habe echt, glaube ich, das Problem, sobald die Schicht anfängt, der Schichtarbeit, haben wir hier einen Mangel. Auch mal gut im Blick behalten, aber es sieht gut aus. So, wie gesagt, ich will eigentlich einen Meteoriten haben. Weil hier fehlt mir noch einer für den Eiffelturm. Auf die Dinger bin ich ja mal sehr gespannt, weil die kenne ich ja wirklich nun gar nicht. Nur so, aber ich finde leider nichts diesbezüglich. Ich weiß nicht, ob man das, wenn man das manuell auslöst, weil die Möglichkeit hat man ja. Aber der kostet erstmal 300, das ist schon hardcore. Holz so schlecht, verstehe ich nicht. Boah, jetzt bohrt er aber richtig hier los, ne? Meine Güte. Es fehlt nur Holz, aber ich kann da nicht noch mehr machen. Ich habe ja schon drei. Also sobald die Schicht dabei da ist, ja, der braucht lange. Und den gibt's noch nicht mal. Das eher mal so rum. Und dann abchecken. Deswegen überlege ich, ob ich mir nicht doch noch mal ein Holzding baue.
Mein cool findet ihr es nicht, ich weiß. Aber das muss, ne? So, was braucht ihr so? Normales Holz, normale Steine. Komm, gib mir mal Frühgas hier. Steinchen rankloppen. Für das, was wir brauchen, müssen wir halt mal investieren. Oh nein. Immerhin gibt es ein paar Gläubige dafür mehr. Na, jetzt baut man das Ding. Na, 9 Holz mittlerweile. Ah, Wasser hier, muss ich auch mal einen Blick haben. Kurierhütten, überall fehlt Holz. Kann doch nicht wahr sein. Wenigstens die Schmiederei da unten gleich durch, die wir nicht besitzen. Ah, hier, guck mal schon, da steht's. Oh, jetzt nicht unbedingt gebildete Leute für. Das Strom sollte auf jeden Fall dann schon mal gut laufen für den Anfang. Muss man dann auf jeden Fall auch mal im Blick behalten, ne? Das finde ich, sieht halt auch mega gut aus, aber ich will jetzt ungern noch Wasser dafür verhauen. Geschweige denn. Nee, kein Bock. Keine Lust. Na gut, dann machen wir jetzt hier mal Feierabend. Mehr können wir gerade eh nicht tun. Und ja, nächste Folge stehen die Sachen hoffentlich. Na guck mal, da ist mir die Schmiede fertig. Und dann können wir auch die Regierung angehen. Und dann halt das Schichtsystem, weil das braucht auch wieder ein paar Minuten. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.